du kannst mal eine Runde schlafen. Du kannst weitermachen. Wir aktivieren den anderen dann nochmal wieder. So, wo ist mein Schiff jetzt? Wo ist die Corinna? Dann schau doch mal, Corinna. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Tabak. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Ja, das ist ja phänomenal. Tabak gesichert. Bedeutet, ich muss den eigentlich noch annehmen. Oder besetzen oder so. Also im Prinzip geht es halt wirklich darum, sich alle Inseln unter den Nagel zu reißen. Corinna, wo bist denn du jetzt? Ach, da. So, komm hier. Unter Androhung von Krieg verweigert euer Gegner eine Niederlassung. War einfach der falsche Knopf. Vergiss es bitte. Ich habe eh nicht die Baumaterialien dabei. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. So, da können wir noch hin. Dann müssten wir eigentlich alle Inseln haben, bis auf die drei da oben, ne? So. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Genau. Dann die da noch. Und die Hammer. Die noch. Und dann hätten wir sie, glaube ich, alle. So, wie ist denn jetzt momentan das Verhältnis? Oh, das ist okay. So, aber wie gesagt, die Lebensmittel gehen ja jetzt langsam zur Neige. Alkohol ist auch schon grenzwertig. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall uns irgendwie erweitern. Und der sieht fast gut aus, so. Das ist ja noch viel besser. Okay. Wunderbar. Tut mir leid. Muss sein. So, was wir jetzt nämlich halt dringend brauchen, sind Rinderfarmen. Also da gäbe es eine Rinderfarm. Da gibt es eine Rinderfarm. Und dann können wir hier oben sagen, da gäbe es irgendwo einen Metzger. Zum Beispiel. So, genau. Ist nicht ganz optimal gelegen. Ich würde sogar fast so sagen. Damit er nicht in die Versuchung kommt, nach da unten zu gehen.
Aber da warten wir erstmal drauf, dass da ein paar Tonnen Rind drin sind. So, dann können wir dich noch übernehmen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die haben wir schon angeguckt. Geht's noch zu der hier? Und da müssten wir alle haben. Also die haben wir. 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 Das Volk bekommt kein Baumaterial. Die haben wir, das sind ja wir. So, die haben wir, die haben wir, die gehören ja zusammen. Die haben wir. Die haben wir. Die da oben, die habe ich schon angeguckt eigentlich. Die haben wir. 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 Die haben wir uns angeschaut. Die haben wir uns angeschaut. Die haben wir uns angeschaut. Oh, die beiden muss ich nehmen. Also die eine zumindest. Die haben wir uns noch nicht angeschaut. Die haben wir uns angeschaut. Die haben wir uns angeschaut. Die rote haben wir uns noch nicht angeschaut. Das ist ja mal faszinierend. Und ansonsten haben wir uns die alle angeguckt. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay. Dann sollte ich mal zur roten gehen. So, und jetzt müssten wir einen Metzger bauen können. Und zwar so. Ja, so, genau. Und dann können wir hier nämlich sagen, zack. Zack und zack. So, damit sollten wir hoffentlich unsere Lebensmittelprobleme in den Griff bekommen. Und unsere Alkoholprobleme. Unsere Stoffprobleme. Okay, also den Verkauf würde ich ganz gerne ein bisschen hochsetzen. Auf 60 Tonnen. Auf 60 Tonnen. Auf 60 Tonnen und den kauft eh niemand. So, wie schaut es mit Tabak aus? Oh, Tabak können wir verkaufen. Das ist ja das, was unser Monopol sein soll. Da, 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 da. Wunderbar, und dann haben wir dich und dann sagen wir zu dir doch mal... Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Super. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Super duper. Okay. Dann würde ich jetzt zu dir mal sagen, du gehst zu der Insel. Lädst Tabak ein, gehst zu der Insel. Und lädst Tabak aus. So, und dann sagen wir hier nochmal speichern. Gesichert. Und dann gehen wir hier zu dem Schiff Corinna und sagen, Corinna, bitte fahr doch. Schön, das ist schön. Das funktioniert alles. Ausgezeichnet. Perfekt.
So, meine Leute bekommen immer noch keine Baumaterialien. Das hat auch einen Grund. Erst wenn sich das andere alles stabilisiert hat, wenn wir da wieder über 60 Tonnen sind jeweils, dann würde ich sagen, ist okay. Dann können wir nämlich wieder Tabak verarbeiten. So, und wir haben wieder 11.000. Das finde ich auch schön. Gesichert. Aber nichtsdestotrotz denke ich, mache ich mal demnächst eine kleine Aufnahmepause. Wir checken jetzt erstmal nochmal die Lage so ein bisschen, damit der Zukunftsbandit da auch ein bisschen klarkommt. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Aufnahmepause. Geht dann in der nächsten Aufnahmesitzung weiter. Ich bedanke mich dann an der Stelle erstmal für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Und Cheerio mit O. Ah, und so. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno 1602. Dann geben wir denen nochmal die Baumaterialien wieder. So, wir waren ja gerade dabei, zu versuchen, ein bisschen Vermögenswerte aufzubauen. Eben aus dem einfachen Grund, dass wir ganz gerne... Habe ich eigentlich... So, warte mal. Die fahren beide, okay. Dann würde ich gerne hier noch ein Schiff bauen. Das hier ist das Schnellere. Weil ich da hinten ganz gerne noch ein bisschen Tabak anbauen wollen würde. Können wir eigentlich da rein, oder? Müsste klappen. So, wo war's? Tabakfeld. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Zack und zack. So, super. Steine habe ich noch keine. Die bringen wir dann runter. So, und die anderen Schiffe, da können wir mal die Routen angucken. Der bringt einfach nur Tabak. Und die Corinna, was macht die? Habe ich vorher nur die Corinna angeguckt. Megalo. Ja, die bringen beide Tabak. Okay. Dann würde ich da nämlich noch ein Tabakfeld hinbauen. So, und dann können wir nämlich einfach sagen, dass wir halt das mit dem Tabak ein bisschen ausweiten. Da können wir noch hier vielleicht auch noch ein Ding hochziehen. Genau. So, aber erst, wie gesagt, wenn wir das Schiff haben. Wir wollen uns da unten ja ausbreiten, wenn wir eben die Kakao-Dinge haben wollen. Also die Kakao-Dinger haben wollen, bedeutet ja, dass wir halt Kakao erobern müssen. So. Wie schaut's denn aus mit dem Schiff? Ah, fast fertig. Fast fertig. Ein Schiff wurde fertiggestellt. So, dann kannst du doch mal da hoch. Dann würde ich ganz gerne mal hier schauen. Wie es denn mit der Auslastung aussieht. Die Stoffe. Gehen die eigentlich runter oder wachsen die? So, Alkohol sieht nicht mehr ganz so gut aus.
Der ging runter. Lebensmittel gehen wieder hoch. Alkohol sollte ich im Auge behalten. Stoffe wahrscheinlich auch. Okay, deswegen hatte ich die Baumaterialien hier abgezogen. So, 1, 2, 3, 4. Wir bauen hier mal den Wein aus. Den Wein, so. Wein. 1, 2, 3, 4. So. Und da wäre dann ja quasi der, der so irgendwie hier hinkäme. Hm, so nicht, eher so. So, das ist jetzt von der Auslastung nicht ganz so optimal. Aber so machen wir das jetzt halt. Zack, du kannst wieder weg. Und dann können wir da noch ein Weingut hinsetzen. Das sollte uns den Alkohol ein bisschen erhalten. So. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Wunderbar. So, hier hinten könnten wir vielleicht auch noch... Ja, das ist die Frage, ob wir das vielleicht hier machen oder da oben. Also für den Anfang wäre es ja vielleicht da gar nicht so schlecht. So. Dann würde ich hier nochmal sagen... 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. So. Wie gesagt, für den Anfang ist es okay. Dann nehmen wir dich mal und sagen zu dir, wir schauen uns nochmal an. Ja, die Nahrung. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Ja, okay, das darf man machen. So, und dann würde ich zu dir nochmal sagen... 10, 20, 30. 10, 20, 30. 50. Und dann gehst du mal wieder da runter. Dann können wir da unten nämlich nochmal Tabak hinbauen. Und dann können wir nämlich die zweite Tabakding anschmeißen. Und dann sollte sich das auch so relativ die Waage halten. Mit der Tabakverarbeitung. So, dann können wir hier mal unten überlegen. 1, 2, das wäre ja dann der da. Aha, mhm. Zack. So. Hm, war nicht ganz so clever. So wäre vielleicht besser. Genau. Gut, aber das können wir ja noch umsortieren. Wenn es da irgendwas im Weg sein sollte. So. Und die Sache mit den Lebensmitteln ist halt einfach die, dass wir da wirklich ein Problem haben werden. Aber da können wir danach da oben ausbauen. Also auch das hier unten ist nicht wirklich erforderlich. Ah, übrigens. Die sollte ich ja auch anschließen. Sonst kommt der Alkohol da gar nicht weg. So, und die Lebensmittel muss ich im Auge behalten. So, da könnte ich eigentlich hier schon sagen. Da können wir noch eine hin. Und da können wir noch eine hin. So und...